Rügen. Die größte Insel Deutschlands, gelegen vor der pommerschen Ostseeküste, ist so groß wie das Land Berlin. Gesegnet mit Sandstränden und einer Bäderarchitektur aus Kaisers Zeiten. Mit aufregenden Steilküsten, urwüchsigen Wäldern und schroffen Kreidefelsen zieht die Insel Jahr für Jahr Millionen Gäste an. Die Rüganer sind stolz auf die Vielfalt ihrer Küstenlandschaft, ihre Häfen und ihre Tradition. Eine Landschaft mit beeindruckenden Zeugen einer langen Geschichte. Und wer Rügen wieder verlässt, wird beeindruckt sein von der sagenhaften Vielfalt dieser Insel. Herzlich willkommen auf Rügen. Dieses gigantische Freilufttheater ist schuld daran, dass ich seit nunmehr 14 Jahren Rüganer bin, zumindest den Sommer über. Im Jahr 2000 hatte ich hier in Ralswiek bei den Störtebeker Festspielen meinen ersten Auftritt. Und seitdem lässt mich diese Insel nicht mehr los. Ich möchte Sie einladen zu einer Reise durch mein Rügen, zu Orten und Landschaften, die mich immer wieder faszinieren und Menschen, die mir zu lieben Kollegen und Freunden geworden sind. Beginnen soll unsere Reise aber an einem Ort, der seit Jahrhunderten das Tor zur Insel ist. Die alte Hansestadt Stralsund war einst Ausgangspunkt fast jeder Rügenreise. Heute erreicht man die Insel bequem auf der 2007 eröffneten Rügenbrücke. Meter hoch ragen die Pylonen. 40 Meter über dem Wasserspiegel spannt sich die Brücke über den Strelasund. Geradezu winzig wirkt dagegen die Ziegelgrabenbrücke des alten Rügendammes. Die klappte früher fünfmal täglich für größere Schiffe in die Höhe und unterbrach so den gesamten Schienen- und Straßenverkehr zur Insel. Dabei galt der 1936 eingeweihte Rügendamm zu seiner Zeit als technische Pioniertat. Bis dahin erreichte man die Insel nur per Fähre. Zielhafen aller Stralsunder Schiffe Richtung Rügen war seit dem Mittelalter der kleine Hafen von Altefähr. Hier in Altefähr kamen, wie der Name schon sagt, über Jahrhunderte die Fähren aus Stralsund an. Die wichtigste und einzige Verbindung zwischen dem Festland und der Insel Rügen. Heute ist das hier ein ganz idyllischer Yachthafen für Sport und Segelboote. Und hier ist die größte Segel- und Surfschule der Insel ansässig. Und ich treffe mich jetzt gleich mit dem Chef, mit Knut Kundhoff. Gut, wenn man so als gemeiner, normaler Urlauber 14 Tage Zeit hat, kann man da einen Segelschein schaffen? Ja, einen kleinen kann man schaffen. Also wenn man noch keine Vorkenntnisse hat, dann macht man einen kleinen Segelschein für kleine Boote. Wenn man größere Boote fahren will, muss man auch ein bisschen mehr Zeit investieren oder häufiger hochkommen, was hoffentlich die meisten Leute tun. Was gehört alles so zum Programm? Was bietet ihr an? Es geht bei uns los mit sechsjährigen Kindern, die halt das erste Mal auf ein Segelboot steigen möchten. Den Eltern, denen das nicht vergönnt war, als Kind mit 6 Jahren auf den Optimist zu steigen, die können bei uns dann zeitgleich einen Segelkurs schon als Erwachsener machen. Ja. Sie können sich hocharbeiten, bis man so etwas sozusagen führen kann. Und damit dann um die Insel rumsegeln kann. Man kann Surfkurse machen, man kann Kiten machen. Wir bieten die Unterkünfte dazu an. Ne? Ja. Also wir machen eigentlich ein rundum sorglos Paket um den Wassersport. Also keiner muss sich langweilen, wenn der andere lernt, dann kann der ein bisschen segeln inzwischen oder irgendwas anderes machen. Es wird sich keiner langweilen. Was ist denn so besonders an diesem Segelrevier Rügen? Na, also man
schlechthin muss man sagen, Rügen muss vom Wasser aus gesehen werden. Diese sehr zerklüfteten Boddenlandschaften, ne? Ja. Die ganz kleinen vielen Buchten, die man reinsehen kann. Dann die Steilküste, dann wieder ein flaches Rapsfeld. Also wenn man das sozusagen vom Wasser aus sehen will, braucht man locker mal eine Woche, um hier rumzusegeln. Die Leute, die bei euch Boote leihen, fahren die weite Strecken? Was gibt's so ganz exotische Ziele, wo deine Schiffe waren? Das kommt jetzt natürlich ein bisschen auf die Art des Schiffes an. Ne? Wie sagen wir mal, es gibt einerseits diese sogenannten Charterschiffe hier, die etwas größeren Schiffe, wo man drauf schlafen kann, wo die Familie mitkommt. Die fahren natürlich um die Insel rum. Oder was sehr beliebt ist, ist natürlich wie ein Schlag Richtung Bornholm oder Südschweden für die Versierten oder die Erfahrenen, die fahren darüber. Was bei uns sehr gut angenommen wird oder wofür wir sehr bekannt sind, ist, wir machen eine Tour rund um Rügen mit Katamaran. Dann fahren wir sozusagen am 4 Tagen mit Strandkatamaran um die Insel rum. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich Abenteuer pur halt. Wo ist dein ganz persönliches Reiseziel, dein ganz persönlicher Rügentipp? Wo fühlst du dich am wohlsten? Also der Südosten von Rügen ist für mich, also das Mönchgut, weil es da wirklich am Rügen-typischsten ist, ist es für mich dort am schönsten. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich jeden Tag hier bin. Wahrscheinlich, wenn ich in Mönchgut wäre, würde ich sagen, Alte Fähr mit Stralsund, mit der alten Hansestadt oder sonstiges. Das ist für mich am schönsten. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich wünsche dir immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und fall nicht rein. Ist schon mal irgendwas, gibt es eine ganz spezielle, absonderliche, blöde Story, die dir als Segellehrer oder als Segelverscharterer passiert ist? Na, ich habe auf einem Turn rund Rügen meine Frau kennengelernt und daraus sind dann auch Zwillinge entstanden. Also das ist dann schon eine sehr Segeln doch eine fruchtbare Angelegenheit. Hätte ich nie gedacht. In diesem Sinne. Dank dir. Folgt man dem Strelasund nach Südosten, erreicht man den rügischen Bodden. Mit der kleinen Insel Film. Ihr gegenüber der Hafen- und Badeort Lauterbach. Wie die Residenzstadt Putbus im 19. Jahrhundert von Fürst Malte zu Putbus gegründet. Die Weiße Stadt gilt noch heute als die heimliche Hauptstadt der Insel. Der schönste Platz hier in Putbus heißt Zirkus. Klar, weil er kreisrund ist. Angelegt von Fürst Malte I. nach dem Vorbild des alten englischen Badeortes Bath. Fürst Malte wollte, dass die Häuser stets weiß getüncht sind und dass man Rosen vor die Häuser pflanzt. Das tun die Leute auch noch, beziehungsweise tun es wieder. Und ich habe jetzt eine Verabredung mit dem meistgefragten Experten in Sachen Rosen. Morgen Gerhard Prill, mitten in der Arbeit. Lippi, grüß dich. Herzlich willkommen in Putbus. Ja, danke dir. Sag mal, du hast so einen ganz tollen Titel, der steht doch hier gleich dran. Rosendoktor? Ja, den hat man mir hier ehrenhalber verliehen, weil ich mich sehr um die Rosen hier kümmere. Das ist mein Beruf. Ja, du bist Gärtner. Das mache ich gerne. Ich habe in Berlin an der Baumschule Gärtner gelernt, habe dort viele Rosen ins Leben gerufen als junger Mensch. Ja. Und jetzt im Alter, wo ich Zeit habe, da kann ich meinem Hobby wieder frönen und das mich dann noch die Leute hier Doktor nennen, das ziert die Rosen und mich auch. Wie viele Rosensorten gibt es denn eigentlich so? Also es gibt auf dem gesamten Erdball schätzungsweise 30.000 Sorten. Ja. Das sind Züchtungen, das sind keine Wildrosen. Ja. Diese Sorten wurden ja aus Wildrosen gezüchtet. Ja. Dann gibt es ca. 20.000 in Europa, ca. 10.000 in Deutschland und von den Sorten ungefähr 80 in diesem historischen Stadtkern von Putbus. In den Gärten gibt es sicherlich noch mehrere, aber 80, das ist schon eine ganze Menge. Gedeihen denn die Rosen hier auf Rügen? Weil es ja doch manchmal ein bisschen kühl und so. Ist das ein gutes Klima für Rosen? Also es gibt Vor- und Nachteile. Ein bisschen kühl, das stimmt. Aber der Sommer zieht sich ja hier weit in den Herbst hinein. Da haben wir dann eine Spätsommer- und wunderbare Herbstblüte. Und hinzu kommt die feuchte Luft, die gleicht eines wieder aus. Ja. Und dann steht Putbus auf Lehmien-Sand oder Sanien-Lehm. Ja. Ideale Erde für Rosen. Ist das hier so aufgepfropft, weil ich das hier gerade so sehe, dass hier so ein dicker Knuddel ist? Ja. Es gibt ja die Form gar nicht in der Natur. Es gibt keine Stammrosen. Das ist eine Buschrose, ein bisschen höher gelegt. Das ist vom Gärtner gemogelt. Du bist ja so Erbpfleger sozusagen, pflegst die Rosen hier von Malte zu Putbus. Was meinst du, war das für einer? Man kennt nur die Historie. Ich habe mich da mit beschäftigt und muss sagen, es war ein ganz toller. Er soll auch sehr menschenfreundlich gewesen sein, Leibeigenschaft abgeschafft. Also was er hier hingestellt hat, einschließlich des Befehls, hier Rosen zu pflanzen, ist eine ganz tolle Sache. Aber Malte hat das hier hingestellt und wie gesagt, wir zehren heute noch davon.
Der 1783 geborene Wilhelm Malte I. zu Putbus wurde vom preußischen König in den Fürstenstand erhoben. 1810 gründete er seine Residenzstadt Putbus. Nach seinem Tod stiftete seine Witwe Fürstin Luise dieses Denkmal. In den Reliefs Stationen seines Lebens. Als schwedischer Offizier nahm er 1813 an der Leipziger Völkerschlacht teil. König Friedrich Wilhelm III. Erhob ihn 4 Jahre später zum Fürsten. Malte beauftragte den Architekten Friedrich Schinkel mit dem Bau seiner Jagdresidenz. Und schließlich begründete er die erste höhere Schule Rügens. Das Gebäude des Pädagogiums steht noch heute als Haus Nummer 16 am Zirkus. Außerdem sind aus Maltes Zeiten noch das Entree zum Schlosspark, sein Denkmal in der Nähe des alten Marstalls und die Orangerie erhalten. Tja, dann gibt's noch das Jagdschloss Granitz. Das hat Malte auch erbaut. Ja, ja, das weiß ich. Das kenne ich auch. Leppi, du kennst es im alten Zustand. Mhm. Du musst jetzt hin. Okay. Das ist so schön saniert. Das ist ein richtiger schöner Anziehungspunkt. Gut, das ist ein Besuch wert. Jawohl, jawohl. Gerhard, ich danke dir. Ja. Bleib gesund. Ja, du auch. Pfleg deine Rosen. Ja, und? Und deine Rosenkönigin. Und dann komm mal mit deiner Königin und besuch die Rosen im Putbus, wenn sie blühen. Machen wir. Ja. Bis dann. Danke, Gerhard. Ja, tschüss. Um auf das Jagdschloss Granitz zu gelangen, benutzen die meisten Besucher den rasenden Roland. Von hier, von der Station Jagdschloss, geht es dann per Pedes weiter. Oder man benutzt den charmanten Kutschenservice von Rainer Hede. Moin Rainer. Moin Ebi. Alles gesund? Alles gesund. Darf ich vorne sitzen? Klar. Na, danke dir. Morgen die Herrschaften. Moin. Einmal Jagdschloss und zurück. Darf ich auch mal lenken? Ja, klar. Hier. Danke. Wie ist? Hey. Reicht es schon? Siehst du, geht doch. Hallo, guten Hallo. Tag, Frau Heine. Guten Tag, Herr Lippert. Herzlich willkommen im Jagdschloss Granitz. Ja, danke. Sie sind hier Museumspädagogin. Was macht man da so? Ja, das werden Sie gleich erleben. Ich gehe mit unseren Gästen durch unser Haus und zeige unsere Ausstellung. Und Ihnen möchte ich gerne unsere neu ausgestatteten Räume zeigen. Danke. Ja, dann geht's gleich hier lang. Na los. Dass die Herren auf der Granitz gern jagten, kann man an den Wänden des Schlosses gut ablesen. Ein Jagdschloss eben. Mit viel Liebe zum Detail wurde es in den letzten Jahren saniert. Möbel, Wandbespannungen, Tapeten, Deckenmalereien und Fußböden wurden erneuert. €8 Millionen flossen in die Ausstattung und Neugestaltung der Museumsräume. Besonders stolz ist man auf ein paar lang als verschollen geglaubte, originale Ausstattungsstücke der Jagdresidenz. Frau Heine, wie ist das Verhältnis zur Fürstenfamilie heute? Nun, das ist tatsächlich sehr gut, worüber ich mich wirklich freue, denn die Familie unterstützt uns mit Leihgaben in der Ausstellung, wie den Gemälden, die Sie gesehen haben. Mhm. Und hier im Speisezimmer zum Beispiel das schöne Geschirr mit Gläsern und auch Tafelsilber aus dem Besitz der Familie. Schön, sehr schön. Da kann man nur hoffen, dass das so bleibt. Auf jeden Fall. So schnell werden Sie mich allerdings noch nicht los. Ich würde gerne noch mal auf den Turm. Geht das? Na, aber sicher doch. Dann gehen wir gleich hier lang. Der 38 Meter hohe Mittelturm ist ein Werk des Berliner Architekten Friedrich Schinkel.
154 gusseiserne Stufen. Die zu erklimmen, bedarf es nicht nur Kondition, sondern auch ein wenig Mut, denn durch das Muster der Stufen geht der Blick immer wieder in die Tiefe. Nichts für nicht Schwindelfreie. Dafür wird man aber auch mit einem grandiosen Blick über die Insel belohnt. Wieder zurück in Putbus. Hinter mir das kleine Residenztheater, auch ein Werk des Malte zu Putbus. 1819 erbaut und nach der Wende aufwendig saniert, erstrahlt es heute in seinem klassizistischen Glanz und ist auch eine Perle der Insel Rügen. Neben mir steht der Leiter des Theaters, Peter Gestor. Das ist wirklich ein wunderschönes Haus, das Sie haben. Eine richtige Puppenstube. Das stimmt. Ich bin auch sehr stolz darauf. Es ist ein 1819 erbautes Haus, noch im Originalzustand und hat zwei Ränge, insgesamt 256 Plätze und ganz viele kleine Besonderheiten. Und es ist wirklich schön und beliebt bei Zuschauern, aber auch bei den hier agierenden Künstlern. Herr Gestor, ein eigenes Ensemble ist Ihnen leider nicht vergönnt, aber trotzdem machen Sie ganz viel. Ja, wir machen ganz viel. Wir hatten ein eigenes Ensemble bis 1970. Wir gehören jetzt zu den Theatern Greifswald und Stralsund, die auch ab und zu mit ihren Produktionen gastieren, aber überwiegend laden wir Leute ein. Und wir organisieren natürlich auch richtige Festivals. Mhm. Aber überwiegend laden wir uns Gäste von München bis Hamburg, große Bühnen ein, Schauspieler. Was gibt's heute Abend zu sehen? Heute Abend gibt es Steen Rick von der niederdeutschen Bühne Wismar. Heißt steinreich, richtig? Heißt steinreich. Und ist plattdeutsch. Und ist aber absolutes Plattdeutsch. Genau. Plattdeutsches Theater. Plattdeutsches das gehört Theater. Auch zur festen Rubrik? Das gehört zur festen Insel und ist eine unserer beliebtesten Reihen hier im Theater. Wir laden regelmäßig hier Bühnen, niederdeutsche Bühnen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern ein, die hier ihre Stücke oder Musical-Sachen, die sie machen, hier zur Aufführung bringen. Und sie sind sehr beliebt hier. Ja. Schön. Dürfen wir da mal ein bisschen reinschauen nachher? Wenn Sie mich so fragen, ja. Überredet. Überredet. Danke. Gerne. Dann kommst du in der Stimmung. Was ist los damit? Ach, Mutter. Ich bin so aufgereiht. Ich leg meinen Abschluss in die Tasche. Spät soll ich nicht, das kannst du vergessen. Doch, oh, ich bin... Doch, was kann passieren? Ja, Rebe. Set die Bälle hin. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Also, ehrlich gesagt, ich hab nicht ein Wort verstanden. Aber die Leute amüsieren sich. Ich würde aber nie nicht mehr snacken können. Sei wach, du erlebst, lang nicht so toll! Bleck aus! Das Putbusser Theater. Klein, aber fein. Ganz anders das Freilufttheater Ralswiek. Hier trifft eher die Beschreibung zu groß und gigantisch. Fast 9000 Plätze vor einer 100 Meter breiten Bühne mit Boddenblick. An gut 100 Sommerabenden kann man hier bei den Störtebeker Festspielen das größte deutsche Freilufttheater erleben. Ein Historienspektakel der Extraklasse, getragen von Massenszenen und Kampfbildern. Im Mittelpunkt steht ein junger Mann namens Klaus von Alkun, der angeblich auf Rügen geboren wurde. Besser bekannt ist er allerdings unter seinem Piratennamen. Wie heißt du überhaupt? Klaus. Klaus von Alkun. Klaus von Alkun? Ist doch kein Name. Ich hab den richtigen Namen für dich. Stürz den Becher. Oder, wie wir Mecklenburger sagen, Störtebeker! Störtebeker!
Besonderes Markenzeichen der Festspiele: die gigantischen Bühnenbilder und die spektakulären pyrotechnischen Effekte. Zündet gefälligst die Lunten! Der Teufel lässt Feuer, der Teufel lässt Hitze, der Teufel lässt feurige Glut. Der Feuerteufel ist jetzt los, das Elend riesengroß. Neben mir steht der Mann, dem wir das alles zu verdanken haben, der Intendant der Störtebeker Festspiele, Peter Hick. Seit 14 Jahren mein Sommerchef und ich darf trotzdem du sagen, oder? Ja, schon okay. Ewig. Ja. Peter, erzähl uns ein bisschen was über die Störtebeker Festspiele, die Geschichte. Das hat mal irgendwann Perten erfunden, 59 oder ein bisschen früher, aber 59 das erste Mal hier gespielt. Intendant Theater Rostock war das Intendant damals, Theater ne? Rostock und Cooper hat die Geschichte geschrieben, Kochan die Musik gemacht. Es waren 1800 Leute auf der Bühne, das ist das größte Theaterspektakel der Welt. Ja. Und das, wie es alles hier ist, das gab es alles nicht, das war auf der grünen Wiese. Mhm. Dann ist es eingeschlafen, 20 Jahre versunken, dann haben sie es noch mal 1881 gemacht. Und dann haben wir das wieder 1993 aus der Taufe gehoben. War das damals schon so groß oder habt ihr kleiner angefangen? Nee, das macht keinen Sinn, klein anzufangen und sich hochzuarbeiten, sondern wir haben gleich in dieser Dimension angefangen und auch gleich mit 30 Pferden und so wie wir in den Abmessungen heute arbeiten, also wenn alles auf der Bühne ist, etwa 160 Leute, so haben wir damals auch angefangen. Es gibt einen Zyklus, der geht über 5 Jahre, was hat es damit auf sich? Die Leute erwarten immer irgendwo doch die Hinrichtung in Hamburg. Und wenn wir da, ich sag mal, ununterbrochen spielen, bis es dann mal endlich so weit kommt, haben wir gesagt, wir legen das als eine Art Serie auf. Mhm. Also wir erzählen das Leben Störtebekers in 5 Jahren. Ja. Wir fangen immer wieder mit neuen Geschichten an. Wir wiederholen uns nie. Wir bauen immer wieder neue, große, schöne... Seit 93 Bühnen. Noch nicht wiederholt. Seit 93 noch nicht wiederholt, okay. Genau. Und auch... Die Anfangsgeschichte, wie Störtebeker Pirat wird oder wie er hingerichtet wird, auch immer eine andere Geschichte in einem immer neuen und wechselnden Bühnenbild. Peter, bist du mittlerweile eigentlich Rüganer? Nee, Wolfgang. Also ich lebe zwar seit 24 Jahren auf der Insel, aber Rüganer wird man nur durch Geburt. Ich bin der Insel verbunden mit dem Herzen und fühle mich hier sehr wohl mit meiner Familie und hoffe, dass das auch noch lange so bleibt. Vielen Dank. Dafür nicht, Wolfgang. Zur Mannschaft der Störtebeker Festspiele gehören nicht nur ca. 20 Schauspieler, 120 Kleindarsteller, Pyrotechniker und Stuntleute, sondern auch 30 Pferde. Und die wohnen hier. Pferdesport hat auf Rügen überhaupt eine ganz große Bedeutung. Und ich habe jetzt gleich eine Verabredung auf einem der schönsten Reiterhöfe der Insel. Fest alle? Jawohl. Danke. Schön, dass du mal wieder vorbeikommst zum Reiten. Mitten im Klasse. Raps. Ja, und zur schönsten Zeit, die wir gerade haben auf Rügen. Für uns Reiter gibt es ja keine Jahreszeit. Sowohl im Frühjahr als auch im Herbst bei rauem Klima. Herrlich. Können wir die Reiterherzen erfreuen. Wie viele Pferde habt ihr hier auf dem Tegelhof? Wir beherbergen hier 25 Pferde. Ja. Davon sind 18 Pensionspferde und 7 Friesen dieser Art, wie den Wander und den Jitze, die unseren touristischen Gästen zur Verfügung stehen, die dann dieses herrliche Land hoch zu Ross erkunden können. Was kann man bei euch alles machen? Urlaub mit und ohne Pferd, Reitkurse vom frühesten Anfänger bis zum Senior. Du hast gesagt, wie viele Pferde du hast. Was meinst du, wie viele Pferde es hier auf Rügen gibt insgesamt? Ich denke, es werden auf Rügen irgendwo zwischen 300 und 500 Pferde geben. So viel? Ja. Was kann man reiterisch auf Rügen so Schönes erleben?
Rügen verfügt über ca. 15 Reiterhöfe. Der Pferde- und Reiterfreund kann von den verschiedenen Zuchten profitieren. Wir haben eine tolle Haflingerzucht auf der Insel Ummanz. Wir haben verschiedene Westernreitställe. Wir haben die klassischen wie bei uns, die das englische Reiten lehren, ja. Barock. Ja. Die Jagdreiterei, ich bin durch unseren gemeinsamen Freund Till Demtröder. Ja, gibt es einmal im Jahr ein Riesen-Event. Gibt es, ne? Die Rügen Cross Country jetzt im 9. Jahr, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut und sich bundesweit etabliert hat. Ja. Das alles vom Pferde aus auf der Insel Rügen. Sven, ich danke dir schön für den tollen Ausritt. Spaß gemacht. Vielen Dank. Wollen wir noch eine kleine Runde drehen? Meinst du? Durch den Busch galoppieren. Okay. Komm. Hey! Halt! Warte! So! Oh, warte, mein Oh. Danke! Das ist ja richtig Arbeit. Wolfgang, geht der Sprit aus? Ja. Schön war's. Ich brauch doch eine kleine Gerte. Ja. Egal ob Reiter oder Nichtreiter, die meisten Gäste der Insel zieht es ans Meer. An die Strände der bekannten Seebäder. Wie an einer Perlenkette reihen sie sich an der östlichen Küste Rügens. Göhren, Babe, Selin und das mondäne Binz. Es ist das größte Ostseebad Rügens. Gut erkennbar am schlossartigen Kurhotel mit Konzertplatz und Kurmuschel. Und die kleine Schwester Selin? Sie punktet mit einer der schönsten Seebrücken Deutschlands. Also ehrlich gesagt hat es mir diese alte Seebrücke auch angetan. 1906 wurde sie erbaut und hier flanierte damals die bessere Berliner Gesellschaft. Zu DDR-Zeiten wurde sie leider schmählich vernachlässigt und musste aus bautechnischen Gründen 1978 abgerissen werden. Kein geringerer als unser ehemaliger Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat sich dafür eingesetzt, dass sie in den frühen 90ern wieder neu aufgebaut wurde. Am Ende der 390 Meter langen Seebrücke befindet sich eine Tauchgondel. Was? Sie wissen gar nicht, was das ist? Das ist eine geniale Erfindung für all diejenigen, die mal untertauchen wollen oder müssen, ohne sich nasse Füße zu holen. So Leute, seht ihr? Jetzt geht's abwärts. 4,5 Meter auf den Grund der Ostsee. Tja, also ehrlich gesagt, also so viel sieht man hier unten eigentlich nicht. Aber ich bin ja glücklicherweise mit ein paar Tauchfreunden verabredet. Da sind sie ja schon. Hm? Alles okay bei euch? Super. Alles okay? Wir könnten langsam wieder hoch. Ja? Wir sehen uns oben. Ihr seid verrückt. Wir waren doch hier oben verabredet. Ja, wir wollten. Tja. Dich überraschen. Das ist echt gut gelungen. Echte Taucher. Wolfgang, Hallo. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja, bis dann, ne? Ja, mach's gut, Wolfgang. Bis dann, ne? Katrin, komm, wir quatschen ein bisschen. Darf ich vorstellen, Katrin Staude. Nicht nur Taucherin, sondern auch Archäologin.
Und eine Promovierte. Ja, richtig, genau. Siehst du, so bescheiden bist du. Ja. Bist du ein Rügener Kind eigentlich? Ja, fast. Also ich bin eigentlich in Stralsund geboren und war aber Zeit meines Lebens also immer auf Rügen. Es ist einfach unheimlich schön hier. Ja. Auch meine Vorfahren haben hier gelebt. Und ach so? Ja, seit 3 Jahren ungefähr oder 4 Jahren sogar lebe ich auch hier mittlerweile. Ja. Wo hast du studiert, Archäologie? In Hamburg und in Kiel. Und 10 Jahre lang insgesamt und bin dann aber hier vor 3-4 Jahren, wie gesagt, wieder zurückgekommen. Ja? Was hat denn dafür gesorgt, dass du wieder zurück bist auf die Insel? Was mich hier gereizt hat auf der Insel, sind eben die ganzen Bodendenkmäler. Mhm. Denn hier, die Insel, hat eigentlich die größte Dichte an Großsteingräbern. Das ist hier ganz besonders. Ja. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich gründe hier einfach mein eigenes Unternehmen. Das war vor ungefähr 2 Jahren. Cool, wie heißt das? Archotour Rügen. Aha. Ja, genau. Ja. Das sind aber Dinge, die man an Land entdecken kann, von denen du gerade erzählt hast. Du bietest ja auch etwas an, das also Unterwasserarchäologie bedeutet. Genau. Also ihr taucht. Ja, richtig. Was ist also das? Es ist beides. Also zum einen ist das eben das Tauchen. Das ist zum einen das Wrack- und Landschaftstauchen. Mhm. Das kann im Prinzip jeder mitmachen, der einen Tauchschein hat. Ja, wir bieten das an, genau. Und das Besondere ist eben bei uns, dass es eben ein Tauchen ist mit historischen Hintergründen. Und dazu möchte ich dir gerne mal ein paar Bilder zeigen. Ja, mach. So. Zeig mal her. Ist der unterwassertauglich? Klar, ja, aber immer, ja, auf jeden Fall. Hier siehst du zum Beispiel mal ein Bild, wo du eine Bodenschale von einem Wrack siehst. Mhm. Bodenschale heißt wirklich Bootskörper noch, der Rest vom Bootskörper. Ja, genau, genau, der Rumpf quasi. Mhm. Ne? Das ist das Arkona-Wrack und das liegt ganz in der Nähe, so wie es der Name ja schon sagt, von Kap Arkona, also 800 Meter von der Küste entfernt. Wie tief? In 10 Meter Tiefe, genau. Aus welcher Zeit ist das? Ja, das ist, kann man ziemlich genau sagen, von 1718-19. Hast du noch was zum Gucken? Ja, also auf diesem Wrack, da siehst du auch die ganzen Kanonen und die ganzen Bomben, die eben hier oben auf diesem... Ja, es ist vermutlich ein Kriegsschiff, aber genau kann man es nicht sagen. Eventuell ist es auch ein Handelsschiff, was eben auch Waffen mit sich trug. Was ist das Kleine da hinten? Das ist ein Anker. Ach so. Ja, genau. Also das so klein ist der eigentlich nicht. Nee. Das ist ein Riesenstockanker. Und der liegt ein Stück entfernt von der Minden. Ja. So heißt ja dieses Wrack. Ja. Ne? Oder auch Arkona-Wrack genannt. Und dort in der Nähe von diesem Anker, da befinden sich auch noch mehrere Kanonen. Das ist nämlich die sogenannte Wrackspur. Denn wenn ein Wrack sinkt, dann... sinkt es ja meistens nicht direkt wie ein Pumpsack, wie ein Bleiende nach unten, sondern es driftet je nach Gewichtebene. Strömung, genau, ja. Und das ist eben die Wrackspur. Die Wrackspur. Genau. Ich danke dir und beim nächsten Mal tauchen wir zusammen, okay? Ja, machen wir. Gerne. Super. Kathi, mach's gut. Alles bis klar. Dann. Ne? Also, tschüss. Tschüss. Diese Koggen sind zum Glück noch nicht untergegangen. Es sind Nachbauten historischer Schiffe. Sie gehören zum festen Programm der Störtebeker Festspiele. Keine Vorstellung ohne gehörige Seeschlacht. Oder zumindest eine Kanonade auf eine Hafenstadt. Die Koggen von Ralswiek sind Legende. Doch noch liegen sie im Trockendock, gleich neben der Bühne. Ich treffe jetzt hier den Mann, der all unsere Koggen gebaut hat, Matthias Lenz. Hallo, Kuckuck. Grüß Hallo dich. Wolfgang. Hallo Eckart. Hallo Wolfgang. Na, was macht ihr beiden jetzt hier gerade? Eigentlich die Frühjahrsinspektion von deinen Koggen, wo man hier ein bisschen was gewechselt werden muss und, damit dir das bei den Vorstellungen auch nicht irgendwas Schlimmes passiert. Dass das richtig hinhaut. Genau. Wann habt ihr denn die erste gebaut eigentlich? Du, Wolfgang, die erste ist gebaut von 93, als das mit Peter hier anfing. Ja. Und, die ist von deinem Vater noch, glaube ich. Genau, ne? Die hat noch mein Vater gebaut. Ja. Genau, und du als Sohnemann, wann hast du deine erste gebaut? 2005. 2005. Genau.
Wie habt ihr euch orientiert? Also das ist ja so originalgetreu hier, kann man beinahe sagen, oder? Wo habt ihr die Inspiration her? Naja, Inspiration, wir arbeiten mit Peter zusammen, also mit dem Intendanten. Ja. Und da gibt es in den Büchern immer irgendwelche Zeichnungen und. Und aus diesen Zeichnungen werden Skizzen angefertigt und aus den Skizzen entstehen dann die Bauzeichnungen, wonach wir die Kocken dann bauen. Also möglichst originalgetreu. Also dicht am Original. Kann man irgendwie dicht am Original. Wie werden die Koggen bewegt? Also Segel haben die ja eigentlich nur so als für Fake. Die Zuschauer, genau. Mhm. Komm mit, zeig ich dir. Gut. Ah, da hätte Störtebeker von geträumt, von den Dingern. Das kannst du glauben, genau. Ja. Das ist ein Antrieb von zweien. Jede Kogge hat zwei davon. Ja. Zweimal 90 PS, Honda-Motoren, Viertaktmotoren. Emissionsarm, laufen schön ruhig, dass das Publikum auch nicht gestört wird. Mit den zwei Maschinen kannst du die Kogge unglaublich eng manövrieren, dass du auch immer in die Gassen reinkommst. Du kannst sie schön auf der Stelle halten, wenn eben auch eine Seeschlacht ist und so. Dafür sind die Antriebe zuständig. Ganz wichtig. Sag mal, und man sieht jetzt, dass das GFK ist, also Kunststoff eigentlich, kein Holz. Genau. Ja, so genau soll man ja auch nicht hingucken. Aha. Das Chassis, was du hier drunter siehst, verwenden wir eigentlich immer wieder. Ja. Und außen das Holz. Als Kulisse wird immer dem Stück angepasst, je nachdem, welches Stück spielt und eben nach den Zeichnungen angepasst. Also das wird dann öfter auch mal gewechselt? Genau. Zum Beispiel. Ja. Wie viele Leute braucht man, um so ein Schiff zu steuern? Komm mit. Okay. Guck, Wolfgang. Jetzt sind wir am Steuerstand. Ja, genau. Das ist die Pinne. Ja. Damit steuerst du eigentlich die Kogge. Mhm. Eine Hand hier dran. Am Ruder, genau. Am Ruder. Und die andere? Die zweite Hand brauchst du auch. Mhm. Die Koggen lassen sich ja nicht ganz so einfach fahren. Mhm. Viel Fläche über Wasser, Windangriffsfläche, enge Manöver und das Schiff immer schön auf Kurs halten, ist nicht so ganz einfach. Ja. Deswegen werden die Koggen auch meistens von alten Fischern gefahren, hier aus Rijswijk und sowas. Das ist nicht so ganz ohne. Aber sie haben ein bisschen Unterstützung durch die zwei Maschinen, die wir da unten gesehen haben. Mhm. Kannst du das Schiff eine vor, eine zurück relativ genau steuern. Ja. Und wenn es mal ganz eng wird, hast du sogar noch das Bugstrahlruder. Wie bei den ganz großen. Genau. Kannst du das Ding ganz genau auf dem Teller dann drehen, da wo es eben hin muss. Matthias, du baust ja nicht nur diese wunderbaren Koggen hier, es gibt ja auch noch ein Kerngeschäft sozusagen. Ne? Ja, wir haben in Lauterbach eine kleine Bootswerft, wo wir auch noch ein bisschen was anderes bauen. Ja. Deine Bescheidenheit, die ehrt dich wirklich sehr. Dieser Mann leitet eine Werft, wo Schiffe gebaut werden, die Weltruf haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Insel Film spielt für die Bootswerft Rügen in Lauterbach eine ganz besondere Rolle. Denn die Segeljachten, die hier gebaut werden, tragen ihren Namen. Eine Film aus Lauterbach zu besitzen, ist der Traum vieler Segler. Die fast 12 Meter langen Boote bestechen mit Qualität und Eleganz. Das Oberdeck natürlich in Teakholz. Eine Legende von der Ostsee und das seit fast 50 Jahren. Wir stehen hier vor einem der ersten Schiffe, die in den 60er Jahren gebaut wurde. Die Schiffe sind immer hier in Lauterbach gebaut worden, wurden zu DDR-Zeiten rein für den Export gebaut. Sie zeichnen sich aus durch die Langlebigkeit. Mitte der 60er Jahre. Sie können das Schiff mit einer kleinen Crew segeln. Bei schlechtem Wetter stehen sie geschützt im Ruderhaus. Und das, würde ich sagen, zeichnet die Film eigentlich schon aus. Und deswegen ist sie heute auch noch am Markt. Die Yachten der jüngsten Generation verströmen den Charme zurückhaltender Noblesse. Eine maßgefertigte Einrichtung und natürlich digitale Instrumente zur Steuerung des Schiffes. Doch der Preis von fast 500.000 Euro rechtfertigt sich vor allem durch eines. Die Handarbeit. Also wir fertigen hier jedes Bauteil, also das Kasko wird teilweise geliefert. Wenn man so will, beim Auto kann man das vergleichen mit der Karosse. Aber ansonsten wird jedes Schiff hier sehr individuell auf die eigenen Wünsche ausgebaut, in Handarbeit genau eingepasst. Und das ist eben auch das Besondere an der Film, dass der Eigner mit eingreifen kann, wie er das gerne hätte und. Die meisten Lauterbacher Bootsbauer sind es in der zweiten oder dritten Generation. Handwerker im wahrsten Sinne des Wortes. Es dauert etwa ein Jahr, bis eine Film fertig montiert und ausgerüstet ist. Die modernen Bootskörper sind heute aus Glasfaser, doch die Inneneinrichtung wird noch immer individuell aus Holz gefertigt. Eine Film gilt als sichere Wertanlage und so findet man die Yachten aus Lauterbach in allen Häfen dieser Welt. Ob
Ob auf einer Film- oder auf einem anderen Segelboot, zu den beliebtesten Zielen eines Segelturns gehören die Kreidefelsen im Nordosten der Insel. Stubbenkammer wird diese 15 Kilometer lange Steilküste genannt. Mit ihren weißen, aus dem Grün der Wälder herausragenden Felsen aus Kreide, die das Meer darunter türkis färben, zieht sie seit Jahrhunderten die Menschen in ihren Bann. Bis zu 120 Meter hoch ragen die Kreidefelsen über die Küstenlinie. Heute sind sie Bestandteil des Nationalparks Jasmund. Am intensivsten erlebt man den Nationalpark Jasmund natürlich auf einer Wanderung. Zu Fuß. Wem das zu beschwerlich ist, dem empfehle ich eine Hanomag-Safari. Da hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Naturerlebnis pur und ein kleines Abenteuer. Doch nicht die Kreidefelsen, sondern der dahinterliegende Buchenwald ist der eigentliche Star des Nationalparks. 500 Hektar Urwald. Der größte im gesamten baltischen Raum. 2011 wurde der Wald sogar zum Weltnaturerbe erhoben. Ich stehe jetzt hier im Birkengrund in der Nähe von Sassnitz und neben mir der Erfinder der Hanomag-Rügen-Safari, Volker Bartmann. Moin, Volker. Moin, Lippi. Kann ich vielleicht eine Runde mitfahren? Na klar, darfst du. Kannst auch vorne sitzen. Ah. So. Moin, die Herrschaften. Moin, moin. Moin, moin. Herr Köffer. Wie lange geht deine Tour so? Also meine lange Jasmund-Tour dauert so 4-5 Stunden. Ja. So, wir machen jetzt erstmal nur die erste Hälfte, die dauert so 2 Stunden. Ja. Ja. Wer fährt bei dir mit? Was sind deine Passagiere, deine Kundschaft? Eigentlich alle, von jung bis alt. Ich habe ganz viele Familien, die einfach mal Spaß und Abenteuer erleben wollen. Aber ich habe auch ganz viele Oldtimer und Technik-Fans, ja, die einfach das Auto erleben wollen. Das ist ein ganz schön alter Zosse schon, ne? Wie alt ist der? Der Hanomag ist Baujahr 63. Das heißt, jetzt schon über 50 Jahre alt. Ja. Und ja, hat so 4,9 Tonnen zügiges Gesamtgewicht, 70 PS, 2,8 Liter Hubraum und ein Steigvermögen von 69%. Ey, das ist ja richtig. Was wir natürlich, das ist richtig. Probieren wir es aus? Na, hier, wir sind gerade im Nationalpark, ja. Dann würde ich einen riesen Ärger bekommen. Ja. Wie viele Leute passen hier rein? Also, das ist ursprünglich mal ein 12-Sitzer gewesen. Ja. Ja. Also, wenn du so willst, sitzt du gerade im größten Jeep oder Gruppenkraftwagen, der je gebaut wurde. Aha, wer hat den benutzt? Was machte man damit? Das ist eine Spezialanfertigung für die Bereitschaftspolizei und für den Bundesgrenzschutz. Ja. Für Überfallkommandos. Überfallkommandos? Ja, also das sind wir jetzt praktisch Überfallkommandos. Ja, wir machen jetzt unser Lippi-Nationalpark-Überfallkommando. Volker und Lippi. Volker und Lippi. Ja, überfallen den Nationalpark. Überfallen den Nationalpark. So, wir kommen jetzt gleich an eine wunderschöne Stelle, ja, wo ich dir mal das Konzept des Nationalparks erläutere. Ja. Wir stehen hier im Grunde genommen auf Kreide. Ja. Die Kreide ist wasserundurchlässig, sodass jede Senke füllt sich immer mit Regenwasser. Mhm. Das ist Regenwasser? Das ist Regenwasser. Reines Oberflächenwasser, was hier in den Senken sich sammelt. Wie in einer Badewanne. Schaut euch mal diese schönen umgefallenen Bäume an. Ja. Die verdeutlichen ganz wunderschön das Konzept des Nationalparkes. Das Konzept besagt, dass der Wald von der Menschheit unberührt bleibt. Der Mensch interveniert nicht. Das heißt, wenn Bäume umfallen, bleiben sie liegen. Und ich sag mal, ihr seht, dann kommt gleich wieder, wenn die Buche mit ihrem Schattenwurf umfällt, kommt gleich wieder neues Licht rein. Es wird gleich wieder grüner, bis die Buche mit ihrem Schattenwurf sich das Areal wiedererobert hat. Die Buche ist eigentlich so die Endphase des Waldes. Die macht mit ihrem Schattenwurf eigentlich alle anderen Pflanzen kaputt. Es ist
düster streckenweise auch, ne? Hier so irgendwo, naja, an bestimmten Stellen. Du siehst ja, es ist düster und du siehst, außer Anemonen wächst ja eigentlich nichts. Ja. Es sei denn, Bäume fallen mal wieder um, wie hier. Mhm. Dann entsteht wieder neues Leben. So viel zum Thema Urwald und jetzt zeige ich euch einen ganz mystischen Ort. Vor Christus haben die Menschen solche Gräber hier gebaut. Was bedeuten diese Ecksteine, dieser Rahmen sozusagen hier oben? Das ist die Grabkammer. Ach so. Ja, und hier oben sind die Decksteine drauf. Ja. Diese wiegen hier so 5-6 Tonnen, würde ich mal so schätzen. Wie hat man das gelöst damals? Ganz einfach. Also die Sache ist klar, man hat kleine Baumstämme genommen als Rollen, hat den Stein da irgendwie draufgewuppt. So wie die Pyramidenbauer. Ja, wie die Pyramiden. Da, die einen haben gezogen an Seilen, die anderen haben hinten geschoben bzw. gehebelt mit Baumstämmen. Aber und so hat man hat auch Versuche gemacht und kann noch größere Steine mal locker mit dieser Methode 4 Kilometer am Tag bewegen. Ach, guck an. So, und das Interessante auf der Insel Rügen ist, die Archäologen haben hier teilweise 60 bis 70 Leichen drin gefunden in diesen Gräbern. Ja. Aber keine vollständigen Leichen, sondern nur Leichenteile. Es ist auf der Insel Rügen nicht ein vollständiges Skelett gefunden worden in diesen Gräbern. Man hat die Toten vorher in die Natur gelegt, auf Matten in Bäume gehängt bzw. gelegt und hat sie von den Tieren zerfleddern lassen und hat nur die Reste beerdigt. Das nennt sich Himmelsbestattung. Ja. Ja, dort sollte, und da kann man vielleicht den Sinn daraus ablesen, dass ich das dort wieder sollte, so. Da sollte der Geier den Rumpf öffnen, damit die Seele entweichen kann. Ja? Also der Gedanke Trennung von Seele und Körper. Ja. Mal ganz interessant. Ja? Ja. So, jetzt zeige ich euch noch mal was Interessantes. Ja, ey, das ist eine richtige Wundertasche. Ja. Ja. Guck mal, wir haben auch Caspar David Friedrich, war ja auch hier auf der Insel. Der hat auch sehr gerne Großsteingräber gemalt. Ja. Dieses hier heißt Großsteingrab im Winter. Ja. Was sehr interessant ist, er hat immer Eichen um die Gräber herum gemalt. Ist das realistisch? Jo. Ja. Pass auf, wir stehen hier mitten im Buchenwald. Eben. Und dreh dich mal um, Eiche. Ja, stimmt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal einfach weiter, beziehungsweise fahren weiter zur Kreideküste. Gut. Okay. Wir stehen jetzt hier an den Wissower Klinken. Und jetzt machen wir einen ganz kleinen Gewaltmarsch-Spaziergang zur Ernst-Moritz-Arndt-Sicht. Da haben wir einen tollen Blick auf die Küste. Und da gibt es dann den hier mitgenommenen, selbstgemachten Sanddornpunsch zur Verköstigung. Ja, dann als Belohnung. Schön. Los! Jawohl. So, hier wieder rein. Die hier wieder rein. Wieder ein bisschen wie Rotkäppchen hier, ne? Ja. Also, zum Wohl. Kinder, zum Wohl. Ist ein schöner Ort hier. Wo sind wir jetzt ganz genau? Wir sind hier an der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht und haben einen ganz tollen Blick hier auf die Küste, auf die Kreideküste. Hier vorne sind die Wissower Klinken von der Seite aus gesehen diesmal. Mhm. Wenn ihr da hinten mal rüberschaut, seht ihr Selin und ganz am Ende seht ihr Göhren. Dieses türkise Wasser, wie kommt das? Das entsteht durch den weißen Kreideuntergrund und dann durch den Lichteinfall wirkt das Wasser hier so grünlich. Und das bekommt man eigentlich nur, diese schöne türkise Farbe, bekommt man nur in der Karibik oder auf Rügen zu sehen. Also insofern braucht man gar nicht so weit reisen. Ja. Zum Wohl. So. Genießt jetzt noch mal diesen schönen Ausblick hier auf die Küste. Und den Sanddorn. Und den Sanddorn natürlich. Und dann geht's wieder zurück. Die Kreidefelsen gehören zu Rügen wie das Meer und die Wälder. Stolz erheben sich die Felsen übers Ufer und ziehen den Blick in die Tiefe.
Doch die Kreide ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Noch immer wird sie in einem Tagebau bei Klementelwitz abgebaut. 400.000 Tonnen pro Jahr. Mehr als je zuvor. Im 19. Jahrhundert war die Kreide einer der wichtigsten Arbeitgeber auf Rügen. In 19 Kreidebrüchen schufteten hunderte Männer und gewannen das weiße Gold der Insel. Heute wird die Kreide meist zu Schlemmkreide verarbeitet oder kommt bei der Rauchgasentschwefelung in Braunkohlekraftwerken zum Einsatz. Auch das Thema Wellness spielt eine immer größere Rolle. Die wohltuenden weißen Packungen sollen ja Wunder bewirken für Körper und Geist. Jede zweite kosmetische oder therapeutische Buchung auf der Insel ist heute eine mit Rügener Heilkreide. Die Kraft dieser Landschaft, der Kontrast von Kreide und Meer, Wald und Himmel, zieht seit Jahrhunderten auch Künstler in ihren Bann. Der bekannteste unter ihnen ist noch immer der in Greifswald geborene Romantiker Caspar David Friedrich. Sein Gemälde Kreidefelsen auf Rügen machte die Landschaft weltberühmt. Ganz ohne Kreide, aber dafür mit Steilküste präsentiert sich die nördlichste Spitze der Insel Rügen, das Kap Arkona. Hinter einer slawischen Burgwallanlage erheben sich gleich drei Türme, der alte Marinepeilturm und zwei Leuchttürme. Der größere von beiden ist immer noch als Leuchtturm in Betrieb und in dem kleineren kann man den Bund der Ehe schließen. Der dritte Turm hier oben am Kap ist der alte Marinepeilturm. Er beherbergt heute das Atelier von Nils Peters, ein Schmuckdesigner mit einem Faible für Bernstein. Hallo. Hallo, ja, sei gegrüßt. Na? Herzlich willkommen im Peilturm am Kap Arkona. Ja. Ja, danke, gleichfalls. Der Herrscher dieses Imperiums hier, Nils Peters. Das ist toll hier mit dem Licht. Wahnsinn. Ja, es ist heute etwas bedeckt, aber gestern schien die Sonne, morgen wird sie auch wieder scheinen. Es ist zu jeder Tageszeit und auch zum Abend wunderschön hier. Und das ist das Einmalige, das unter natürlichem Tageslicht. Schmuck und Edelsteine gearbeitet. Ja. Du erlebst ja den kompletten Tagesablauf hier, nehme ich mal an. Wo geht die Sonne auf? Ich würde mal sagen, da drüben irgendwo vielleicht. Da geht sie unter. Unten? Da geht sie unter eben, und genau gegenüber geht's auf, ja. So war es doch. Ja. Lass dir mal über die Schulter schauen, was du gerade so machst. Ja. Sieht ja so spannend aus hier. Ja, ich bin fündig geworden. Ich war unten zwischen Fit und Arkona am Strand spazieren und habe Donnerkeile gefunden. Ach, ja. Das sind diese zapfenähnliche Gebilde. Wir haben als Kinder sowas gesucht. Was ist das von dem Tintenfisch, so der hintere Teil? Das ist im Großen und Ganzen das hintere Teil, genau. Ach so. Auch Belimit genannt. Ja. Und versteinert, über 2 Millionen Jahre alt. Und durch Wind und Erosion kann man die dann morgens am Strand finden. Ja, machst du das selber? Suchst du die selbst? Ab und zu, ja. Aber ich habe auch tatkräftige Unterstützung hier von den Fischern in Fit, die ab und zu mir ein bisschen was bringen. Ja. Wie auch diesen Bernstein hier. Der sieht ja noch sehr unbearbeitet aus. Ist er auch, ne? Das ist noch Rohbernstein, genau. So. Aber ein Loch hast du schon reingemacht. Ich habe schon ein Loch reingearbeitet, weil das Ganze für einen Ohrschmuck konzipiert ist. Der wird auch noch geschliffen, dass mehr Licht in den Stein kommt. Achso, der Schliff sorgt dafür, dass es
Genau, Helles. Bernstein ist ein Lichtbringer. Ne? Mhm. Wird kostenlos, frei den Menschen hier zur Verfügung gestellt. Gib mal einen Tipp, wo findet man den am besten? Ich würde sagen, an der Schabe. Da sind zwar eher kleinere Stücke zu finden, ja, aber dafür viel. Aha. Weil hier ist mehr Steinstrand zwischen Arkona und Fit und da zermalmt der Bernstein sehr schnell. Mhm. Wie geht dein Kunstwerk weiter? Also jetzt haben wir schon diesen Donnerkeil, den Bernstein. Und was ist das dann? Ja, das ist auch was ganz Besonderes, was wenige wissen. Das ist das Gehörknöchelchen von einem Dorsch. Ach so, und das ist aus Gold? Das habe ich in Gold gießen lassen. Ach so, okay. Genau. Na, toll. Und das kommt jetzt in Kombination. Wo hast du das her? Das bringen die Fischer? Das ist von einem Fischer. Ah, genau. Tolle Idee. Und das kommt jetzt in Kombination mit einem Bernstein. Hier habe ich schon einen geschliffen, eine ja, Kugel. Der leuchtet schon ordentlich. Der ist heller. Das ist von einer anderen Fichtenart. Und das kommt dann hier in Kombination dann zu dem Donnerkeil. Ah, schön. Und dann kommt da eine Brisur dran für einen Ohrschmuck. Was kommt daran? Eine Brisur für einen Ohrschmuck, genau. Ach so, das hängt man sich dann... Genau. Schön, sieht toll aus, ja. Mhm. Ein bisschen indianisch, würde ich fast sagen. Ja, es ist eigentlich von hier. Ja. Slawisch. Ja, slawisch, ja. Sag mal, Bernstein taucht immer wieder bei dir auf, hier auch in deiner Ausstellung. Wie kommt deine Faszination so zu Bernstein ganz besonders? Ich wurde von Kunden hier auf die Insel Rügen aufmerksam gemacht. Und dann habe ich mir die Insel Rügen angeschaut und habe diese Faszination der Menschen beobachtet, wie sie an den Stränden entlang gehen und irgendwie etwas suchen, scheinbar meditativ. Und im Traum ist mir dann der Bernstein auch erschienen. Aber ich habe mir gedacht, das macht doch jeder hier. Im Traum erschienen? Das ist mir wahrhaft im Traum erschienen, der Bernstein. Ja, toll. Und dann kam die Information, mach es einfach anders. Du hast Schmuckdesign studiert, setz ihn in Kombination mit anderen Materialien, mit anderen Farben. Und so habe ich ihn mit Meteorit, mit Brillanten, mit blauen Aquamarinen, mit Turmalinen gesetzt. Und ihm neue Schliffe gegeben und ihn ins neue Jahrhundert geführt, Jahrtausend geführt. Ja. Wenn du hier oben sitzt, das ist ja manchmal ein bisschen einsam, oder? Ist langweilig, oder? Nein, eigentlich nicht. Es ist ein offenes Atelier. Mhm. Hier kommen während den Öffnungszeiten immer Publikum her. Jetzt ist es noch die Nebensaison, aber im Sommer wird es durchaus voll. Und dann Jeder kann hier an diesen Arbeitsplatz kommen. Das ist das Besondere, genau. Beobachten. Das ist das Besondere. Wie viele kommen so am Tag in der Saison? Ja, dann kann es schon mal 400 Leute sein. Und alle wollen mal gucken und ja. Sag mal, du bist ja... mittlerweile schon so ein Rüganer. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wo man hier einen vernünftigen Räucherfisch bekommt? Dann geh nach Fit. Das ist gar nicht weit weg und dann kannst du auf dem Weg Bernsteine suchen. Das mache ich. Also danke dir für deine Zeit, viel Glück und vielen Dank. Und ich geh nach Fit und ess mal ein bisschen Fisch. Tschüss. Mach das. Guten Appetit. Danke. Tschüss. Nur wenige hundert Meter vom Kap entfernt befindet sich das kleine Fischerdorf Fit. Es gehört zu den ältesten Siedlungen der Insel. Fit hat wohl schon im 10. Jahrhundert existiert. Der Name leitet sich vom schwedischen Wort Fitja ab, was so viel wie Anlande oder Handelsplatz bedeutet. Ich habe gehört, hier soll es Räucherfisch geben. Jo. Sogar den besten der Insel. Jo. Hast du damit zu tun? Jo. Ich heiße Wolfgang. Tobias.
Grüß dich. Und kann ich den jetzt essen? Der ist noch im Ofen, das dauert noch 3-4 Minuten. Muss ein bisschen warten. Jo. Gut. Fischst du den eigentlich selber? Im größten Teil, ja. Was holst du da so raus? Dorsch, Flunderaal und so weiter. Und was machst du denn mit dem? Dann wird er geschlachtet, dann kommt eine Lache. Mhm. Und dann wird er geräuchert. Aber der ist ja nur jetzt so ganz besonders. Ja. Wie machst du denn den so besonders? Das ist ein Geheimnis. Verrätst du mir nicht? Verrät ich nicht. Gibt es besonderes Holz? Buche nehme ich dafür. Hm. Oder eine besondere Lake? Das ist geheim. Kommt man nicht ran? Nein. Und wie lange ungefähr bleibt so ein Fisch denn da im Rauch? 2 bis 3 Stunden, dann ist er fertig. Ja? Ah, muss man. Und das ist jetzt aber pro Art wahrscheinlich ein bisschen verschieden? Ja, ja, das sind ja verschieden fertig, die Arten. Ja. Wie ist das mit deiner Familie? War dein Vater Fischer? Ja. Wie viele Generationen zurück seid ihr Fischer? 3, so wie ich. 3 Generationen. Hast du Kinder? Ich habe eine Tochter, eine kleine. Ja? Wie alt ist die? Die würde 2. Fischt die schon? Nur eine Windel. Okay. Wollen wir schon mal gucken? Können wir machen. Ist soweit, meinst du, ja? Denke ich mal schon. Sesam, öffne dich. Na komm. So, jetzt kommt der große Moment. Jo, jetzt geht los. Wir öffnen den Tresor. Sag mal, wie viel Grad haben wir jetzt hier ungefähr? Hier 70, 60 oder so. Das ist so die Temperatur zum Räuchern, ja? Und hier unten ist dein Buchenholz drin. Das kommt ja rein unten. Ah ja, na denn. Und jetzt? Hey, lecker. Ja. Sag mal, kann ich die Pappe mal? Die kannst du nehmen. Danke dir. Und du bist so lieb. Danke, ja. Bitteschön. Ja, danke schön. Ich werde mich da hinten hinsetzen und ganz in Ruhe mit Meerblick das verzehren. Guten Appetit. Danke dir. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Der Hafen von Sassnitz war für lange Zeit der größte und wichtigste der Insel. Seit Ende des 19. Jahrhunderts gingen ab hier die Eisenbahnfähren nach Schweden. Von hier wurde die Rügenkreide verschifft und jede zweite Fischkonserve der DDR kam aus Sassnitz. Die Mole ist mit ihren 1450 Metern noch immer die längste Deutschlands. Heute ist der alte Hafen eine Mischung aus Fischerei, Sportboot und Yachthafen. Hier gibt es unverwechselbare Hafenatmosphäre mit Fischerbooten, Kuttern, Möwen und Ausflugsdampfern. Es riecht nach Teer, Tang und nach Fischbrötchen. Nur eines gibt es im Stadthafen von Sassnitz nicht mehr. Die alten Fähren nach Trelleborg. Über Jahrzehnte zogen sie die sehnsuchtsvollen Blicke vieler DDR-Urlauber auf sich, denen es nicht erlaubt war, einmal mit den stolzen Schiffen nach Schweden zu reisen. Die großen Fähren kommen schon lange nicht mehr im alten Hafen in Sassnitz an, sondern hier in Mukran. Und von hier aus fahren sie nicht mehr nur nach Schweden, sondern auch nach Finnland, nach Russland.